10 Grundsätze. Der erste Grundsatz, nicht besser, sondern anders sein. Nicht besser, sondern anders sein. Wir wollen, das haben wir in der Schule immer schon gelernt, besser sein, stimmt's? Besser, bessere Noten, wenn es dann eine 4 war, soll es eine 3 werden. Wenn es eine 4 war, soll eine 3 werden, soll es besser werden. Wenn es eine 3 war, soll es besser werden, eine 2, soll es besser werden, eine 1 und so weiter. Immer besser, besser, besser. Und auf einmal lernen wir, das ist, meine Freunde, alles Quatsch. Das ist ein Holzweg. Da wird die Mittelklasse getrimmt, mittelmäßig zu bleiben. Boah, was sagt der denn für Sätze? Es stimmt. Wir werden getrimmt, mittelmäßig zu sein in der Schule. Das ist aber auch klar, das machen die ja nicht böse. Da ist ja nicht ein Plan von oben, von irgendwelchen Leuten, die sagen, die halten wir jetzt mal alle flach. Sondern es, von wem werden wir denn unterrichtet? Ja, von Menschen, die im letzten Jahr 700 Millionen gemacht haben? Nee. Oder eine? Nee. Ja, was soll denn da kommen? Da dürfen wir gar nicht böse sein. Wir müssen aber verstehen, es ist trotzdem falsch. Es ist trotzdem falsch zu sagen, ich will besser sein. Anders, anders ist das Ding. Heute behaupten ja fast alle Unternehmen, ich bin besser, das ist der Grund. Fällt es dir nicht auf? Die meisten lügen, aber wer weiß, ob sie nicht auch lügen, weiß ja keiner. Also hört keiner zu, wenn sie sagen, ich bin besser. Sie müssen das Anderssein betonen. Einfach das Anderssein. Qualität ist was, was man voraussetzt. Das kommt aus der Evolution. Angenommen, sie lebten in der Höhle, wie ihre Vorfahren, kommen morgens so aus der Höhle raus und gucken übers Gras. War dann ihr erster Gedanke, heute ist das Gras etwas saftiger und besser. Nee, wenn sie da einen Löwenkopf aus dem Gras rausguckten, dann war ihr erster Gedanke, heute ist was anders. Du gehst mal sofort wieder zurück in die Höhle. Versteht das jeder? Das ist so ein ganz altes Instrument, was ganz tief in uns drin ist. Wir achten nicht auf besser, wir glauben das mit unserem Kopf, aber wir achten auf anders. Das fängt unsere Aufmerksamkeit in Zehntelsekunden, weil wir sonst tot wären, nach den alten Programmen, wenn wir noch in der Höhle leben würden. Tun wir nicht, aber die Programme sind dieselben. Anders ist der wichtige Punkt, anders. Und wenn ich anders bin, habe ich keine Konkurrenz. Ich sage immer, wer Positionierung versteht, hat keine Konkurrenz. Gucken mich die Leute an und sagen, Herr Schäfer, wenn Sie mein Geschäft kennen würden. Nein, wenn Sie anders sind, wenn Sie Positionierung gelernt haben, sind Sie so anders, da kann es keine Konkurrenz geben.